In diesem Video geht es um das Thema Superposition. Dazu machen wir ein Gedankenexperiment. Letztens, und da kommt die Idee her, stand ich an einem Bahnübergang und habe darauf gewartet, dass der Zug vorbeifährt. Die spannende Frage ist, wenn jetzt zum Beispiel man physikalische Gesetze hernimmt, müssten die doch im Zug und außerhalb des Zuges gleichermaßen gelten, oder? Dazu machen wir mal ein Gedankenexperiment. Ich stehe im Zug und lasse was fallen. Na gut, es wird nach unten fallen, das ist nicht schwer sich vorzustellen. Wenn der Zug jetzt fährt und ich lasse was fallen, fällt es auch nach unten. Also es ist egal, ob jetzt der Zug steht oder fährt, es fällt nach unten. Aber jetzt wechseln wir mal die Perspektive und da habe ich zur Hilfe so eine kleine Modelleisenbahn. Der Zug steht. Jemand ist im Zug, lässt was fallen, ich bin draußen, gucke mir das an, stelle fest, es fällt nach unten. Das ist keine Überraschung. Jetzt aber kommt der spannende Teil. Der Zug fährt an mir vorbei, in dem Zug ist jemand, der etwas fallen lässt. Und es fällt zwar immer noch irgendwie nach unten, aber es fällt nicht mehr senkrecht nach unten. Das heißt, es ist plötzlich doch irgendwie was anders. Und das kann man mit der Superposition erklären. Das heißt, wenn ich mir meinen Gegenstand oder Ball angucke, auf der einen Seite fällt er immer noch nach unten. Ist ja klar, ich habe ihn ja losgelassen. Aber der Zug bewegt sich ja und mit ihm alles, was im Zug drin ist. Natürlich dann auch der Ball. Und ich sehe zwei Bewegungen. Einmal die Bewegung des Herunterfallens. Und einmal die Bewegung des Zuges. Das heißt, ich habe eine beschleunigte Bewegung nach unten, freier Fall. Und ich habe die gleichförmige Bewegung des Zuges, der an mir vorbeifährt. Um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich hier ein kleines Experiment vorbereitet. In diesem Experiment möchte ich den waagrechten Wurf, die entsprechende Superposition zeigen. Wir haben dazu zwei Bewegungen. Einmal die gleichförmige Bewegung in die X-Richtung. Das mache ich hier durch eine Schiene und eine Stahlkugel, die ich hier einmal anschubse und die dann gleichförmig in Richtung X-Achse rollt. Gleichzeitig habe ich hier und hier, man sieht das vielleicht so ein bisschen, ein Draht festgemacht und den hier mit einem Gewicht versehen, beziehungsweise hier, das ist so ein bisschen verzwirbelt, damit der auf beiden Seiten gleichmäßig zieht. Und damit simuliere ich jetzt die beschleunigte Bewegung in Y-Richtung. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert, wenn man beides gleichzeitig ablaufen lässt. Dazu hänge ich das Gewicht über die Tischkante, halte es noch fest und stupse meine Stahlkugel an. Und man hat beide Bewegungen gleichzeitig gesehen. Und das ist letztendlich das auch, was beim waagrechten Wurf passiert. In dem Experiment hat man sehr schön praktisch zwei Bewegungen gleichzeitig gesehen. Ich will das, was sozusagen in dem Zug passiert, jetzt hier nochmal mit einem weiteren Experiment zeigen. Dazu habe ich hier eine Apparatur, die es mir erlaubt, einmal diesen Ball hier fallen zu lassen und diesen Ball hier in diese Richtung sozusagen wegzuschießen. Und ich hoffe, dass der Raum groß genug ist. Einfach mal gucken, was man hören kann. Ich glaube, man hat es sehr gut gehört.
Die beiden sind gleichzeitig aufgekommen, weil beide natürlich auch gleichzeitig gefallen sind. Dass der eine noch zusätzlich eine Geschwindigkeit, eine gleichförmige Bewegung sozusagen in die Waagrechte hier ausführt, das ist der Fallbewegung egal. Das heißt, einfach an den Zug denken, egal ob der Zug fährt oder nicht fährt, die Fallbewegung ist die gleiche. Das heißt, ich habe zwei unabhängige Bewegungen, die zusammengenommen halt dann diese, ja, man sagt Wurfparabel dazu, also sprich, waagrechter Wurf ist dann auch nochmal so ein Thema. Das ist im Prinzip genau das, was da passiert. Und wenn ich jetzt mal gucke, wo werden denn noch physikalische Größen addiert? Also hier sind es im Prinzip zwei, ja, man kann sagen Geschwindigkeiten. Die eine Geschwindigkeit wird halt immer größer, die andere ist halt gleich groß. Ich kann Kräfte addieren, was weiß ich. Im Winter, Mama und Papa ziehen einen Schlitten, dann teilt sich ja nicht der Schlitten, sondern der fährt ja in eine Richtung weiter. Das heißt, da werden zwei Kräfte zu einer Kraft addiert. Ich kann Wellen überlagern, was weiß ich, am See, am Schwimmbad, wenn dann verschiedene Wellen kommen, die addieren sich dann. Es gibt noch viele weitere Beispiele, wo in der Physik Größen sozusagen überlagert bzw. addiert werden. Und genau das nennt man Superposition. Ich hoffe, das Ganze ist hilfreich für dich. Gerne ein Like, Abo oder auch einen Kommentar.